Seid ihr bereit für die letzte Folge von Österreich? Hi, willkommen zu einer Roomtour. Als erstes haben wir hier den wunderbaren Schrank geklaut aus dem Ikea. Hilfe. Da drin kann man sehr viele Sachen aufbewahren. Unterhosen, Wäsche und nochmal Unterhosen. Hier ist es eine Leiter für Handtücher. Hier ist es der Softbox-Typ, der keine Hobbys hat. Wir haben hier das nicht funktionierende Waschbecken. Und noch vier Gläser. Hier ist das Bett, wo der Chris und ich drauf pennen. Und hier haben wir noch Rollläden, dass die zum Zuziehen jucken können. Und eine Toilette. Wie man sieht, funktioniert's. Das hier ist die Dusche. Wir haben einen Kandidaten. Nochmal eine Rolle Klopapier. Schon mal drauf filmen hier. Guck mal, hier ist Klopapier. Und noch eine Toilette. Wie man sieht, gibt es ja auch eine Dusche und einen Wischmopp. Und man sieht, funktioniert er sehr gut. Sehr prächtig. Guten Morgen, das ist ein privates Zimmer. Von neben Yoshi. Erstens haben wir eine dicke, fette Lampe und eine Sprite. Zusammen ist es ein gutes Team. Gönnt euch diesen Blick auf die Berge. Schön, gell? Ich hab mal gehört, da unten kann man gut Suppe essen. Wenn man natürlich möchte. So, jetzt sind wir in dem Zimmer von irgendwelchen obdachlosen Pennern. Bitte bring mich einer um. So, ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal runter und interviewen die Leute. So, jetzt interviewen wir die Leute in der Küche und wir haben schon einen ersten Kandidaten. Ich bin nicht in der Küche, das ist eine Frau, die muss in die Küche. Frauen an den Herrn. Guten Tag. Guten Tag, was ist jetzt von der Küche? Gut, schön, interessant, modern. Skala von 1 bis 74? 73. Raus. Raus. Wenn man sich mal eine ordentliche Reisladung machen möchte, dann hat man hier wirklich den perfekten Topf dafür. Wenn man sich mal richtig hart umsetzen will, hat man hier den perfekten Stuhl. Tschüss. Und wenn man sich richtig hart besaufen will, braucht man Zahnpasta. Hey, was ist denn das her? Olaf, gib mir mal Löffel, das bin ich in deinem Video. Nehmen wir was anderes. Schmeiß die Zahnpasta auf den Tisch und haut mächtig rein. Guten Morgen! Hier haben wir ganz viele Jacken. Guten Tag, was halten Sie von der Flüchtlingspolitik 2017? Nichts? Hier haben wir frisches Klopapier, fünffach verpackt. So, wir befinden uns jetzt im Keller, dem grässlichsten Ort der Welt, ja? Das erste, was ich sehe, wenn ich reingehe, ist sowas. Es ist sehr, sehr praktisch, wenn man sich die Zähne putzen will, weil kann man richtig festmachen, dann richtig toll. Oh! Und hier haben wir richtig dicke Couches. Ich zweifle, dass die qualitativ hochwertig sind, aber ihr Geld war es auf jeden Fall nicht wert. Hier haben wir einen guten Grill mit Grillkohle. Wenn man sich mal was Deftiges zu essen grillen möchte, ist das das Beste. Genau, ein paar Spaten, wenn man Minecraft spielen möchte. Kann man hier easy das spielen. So, wenn man mal scheißen möchte, da gibt's hier den Drecksack. Frisch von eBay geklaut. Jetzt ist hier der Softbox-Typ. Wo ist er hier? Da ist der Softbox-Typ.